Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir kommen gerade von unserem Spaziergang. Wir hatten heute ungefähr 11.000 Schritte, sind bei blauem Himmel los, Sonnenschein, und plötzlich fängt es an zu regnen. Ihr glaubt es gar nicht. Ich hatte eine helle Hose an, ich hatte weiße Schuhe an, es ist alles verdreckt, wäscht jetzt in der Waschmaschine. Und jetzt wollen wir mit meinem Schnucki hier frühstücken. Wir waren gestern übrigens noch ein paar Brombeeren sammeln und hatten noch von Ashs Kumpels Eltern, Mama wollte schon Eltern. Wie bio das ist hier. Guck mal. Ja. Da ist das, wenn man das in den Brombeeren hat, dann ist das bio. Ja, also... Eigentlich haben wir Brombeeren gesammelt gestern, war aber nicht viel. Wir hatten nur so wie Mini. Und dann sind wir bei denen vorbeigegangen und dann haben die gesagt, was? Holt doch mal, wir haben noch ganz, ganz viele rote Johannisbeeren. Die sind so lecker, die sind so süß. Also konnten wir unseren Pott quasi mit deren roten Johannisbeeren voll machen. Und jetzt gibt's sie halt zum Frühstück. Herzlichen Dank an der Stelle. Ja, die gucken das auch nicht. Auf jeden Fall haben wir uns sehr, sehr gefreut und die schmecken wirklich sehr gut. Also die hatten zwei Sorten, einmal in Rot, einmal, eigentlich sagte der Mann, gelblich, weiß, aber die waren auch rosa. Schwarz-Rot-Gold gepflanzt. Ja, genau, das haben die gepflanzt, aber schwarz irgendwie gab es wohl nicht. Ne? Also, die Brombeeren, mochte keiner. Die Brombeeren, heute Morgen waren wir nochmal los quasi, wollten vielleicht gucken, irgendwie, ob wir irgendwo was sammeln, war nichts. Aber mein Schnucki hatte, als ich nicht da war, hier, hatte so einen Busch gefunden, wo halt eben, wie gesagt, nochmal diese Waldbeeren. Hast du ihm gesagt, wo du nicht da warst? Als ich nicht da war. Nicht wo. Als ich nicht da war, war er spazieren und dann hat er schon gesehen, wo was reif ist. Und dann waren wir gestern Nachmittag nochmal da und haben gepflückt. Na gut, also bei uns gibt es jetzt Frühstück um 11:30. Und genau, und dann gucken wir mal weiter, was wir so Schönes machen heute. Mein Schnucki ist so fleißig, hat jetzt die ganzen Beeren, die wir eigentlich jetzt nach und nach irgendwie essen wollten, aber das doch nicht so ganz schaffen, hat von diesen Stängeln alles befreit und jetzt wollen wir damit Marmelade machen. Möchtest du ein bisschen Fruchtsaft? Nee, danke. Ja? Nee. Also daraus wird jetzt Marmelade gemacht, wird aufgekocht. Ich denke, ohne Zucker. Aber im Flohsamenschal, ne? Würde ich auch nicht mal machen. Nicht mal machen. Also, das ist nicht lustig nachher. Nee, macht ja nichts. Du würdest doch die Beeren auch so in Joghurt reintun. Ja, genau. Und wenn die jetzt dann gekocht in Joghurt kommen? Na gut, dann wird es erstmal gleich... Das andere wäre ja Joghurt. Hier, Quatsch, Joghurt. Das andere wäre Gelee oder so, Marmelade, ja, ja. Auf jeden Fall wollen wir das gleich erstmal kochen. Wir haben uns doch jetzt umentschieden und zwar kochen wir das nicht auf. Wir wollen das ja nicht einmachen, sondern in den nächsten, vielleicht, also nächste Woche ist alles alle. Auf diese Art und Weise, guck mal, deine Kamera ist auch schon verschmiert, ne? Auf diese Art und Weise behalten wir auch die Vitamine. Ja, also, genau. Also, wenn wir es ja einkochen, sollen die ja, dann wird es ja weniger, ne? Mit den Vitaminen. Also wir wollen es einfach umfüllen und dann so innerhalb von einer Woche, schätze ich mal, schaffen wir das zu essen, oder? Ja. Auf jeden Fall sieht das mega aus. Wir wollen es ja halt mit unserem Joghurt essen. Doch Joghurt, Quark, wie auch immer, kann man das auch essen. Ja? Es ist kurz vor eins. Ich habe jetzt die Wäsche abgenommen, neu wieder aufgehängt. Ich hatte heute zwei Waschmaschinen wieder gewaschen. Ich habe das Gefühl, seitdem wir zurück sind, bin ich irgendwie gefühlt nur am Waschen. So, Ash muss ich gleich wegbringen. Ich müsste noch ein bisschen was einkaufen und dann gibt es was für die Kinder. Die kommen jetzt ja in ein paar Tagen wieder zurück und der Kühlschrank ist leer. Und ich würde ganz gerne so ein bisschen was für sie einkaufen, damit die kommen ja nachts wieder. Und damit sie am nächsten Morgen halt wenigstens was zum Frühstücken haben. Halt ein bisschen Obst, Gemüse, Aufstrich, Aufschnitt, wie auch immer, Brot. Ich guck mal, was ich so Nettes finde. Und unter anderem wollte ich gerne so ein paar Blümchen nochmal einpflanzen bei denen. Oben auf dem Balkon. Einiges habe ich schon rausgenommen, was halt verblüht war. Und ich guck mal, ob ich irgendwie was Nettes finde. Übrigens, guckt mal, wie groß diese Palme wird. Und da kommt wieder ein neues Blatt. Guckt mal. Die sieht so schön aus
Und gestern hatte ich bei Real mit Ash ein bisschen eingekauft. Also er wollte irgendwie ein paar Getränke haben. Apropos Ash und Getränke. Also wir haben uns darauf geeinigt, dass er statt Energy andere süße Getränke bekommt. Also dass er halt viel Wasser trinkt, aber zwischendurch, wenn er irgendwie so ein Durst verspürt auf irgendwie was Süßes, dass er nicht zu Energy greift, weil wir nämlich, also wir zu Hause haben wir nur Wasser und dann rennt er halt hoch zu Max und holt sich halt eine Dose Energy. So, und habe ich gesagt, so, wie wollen wir das denn regeln? Weil irgendwie, wenn die Einsicht nicht da ist und wenn man einfach jetzt irgendwie sagst, so, nö, ich will jetzt Energy oder so. Aber er sagte, eigentlich möchte er gar nicht so Energy, sondern einfach was Süßes zu trinken zwischendurch. Gut, kann ich auch verstehen, haben wir auch immer gemacht, ne? Und jetzt waren wir gestern mit ihm bei Real und haben ein bisschen was eingekauft. Er hat dann, jetzt weiß ich, was er gerne trinkt. Das sind so ein paar Dosen Eistee gewesen. Dann hat er sich natürlich Powerade geholt, was er richtig gut findet. Und ich sage euch gleich mal, Kühlschrank ist voll. Unter anderem habe ich bei Real so eine schöne Lilie gesehen und auch gleich mitgenommen für 12,99. Ich weiß nicht, ob sie gut ist oder nicht. Bei Blumenwohlers war sie halt teurer. Ich würde ganz gern noch so eine in Weiß haben. Und ich meine, sie kommt auch immer wieder. Aber in Weiß habe ich sie nicht gesehen. Also ich muss einmal gucken, ob es sie bei Blumenwohlers auch in Weiß gibt. Ich habe da jetzt nicht drauf geachtet, ich habe nur die in Lila gesehen. Aber ich meine, ich habe sie irgendwo, war das Blume 2000 oder so, dass ich sie irgendwo in Weiß gesehen habe. Und die sind nicht billig, aber die kommt ja immer wieder. Und ich finde die wunderschön. Deswegen habe ich sie gestern auch schon mitgenommen. Und unter anderem hatte mein Schnuckepuki gegoogelt, was Kohlrabi angeht. Also wenn da keine Knollen sich bilden, dann wird nichts mehr. Weil die Blätter, die sind gigantisch. Also die sind einfach nur zu groß. Und einige von euch haben geschrieben, ja, entweder einfach zu eng für die. Guck mal. Ich muss mal ganz kurz gucken, dass ich hier nicht ins Nasse trete. Guck mal, da bildet sich nichts. Die gehen jetzt nur noch in die Höhe und in die Breite. Und ich weiß nicht, warum hier die Blätter zerfressen sind, von was die zerfressen sind. Guckt mal. Wird nichts, ne? Wenn man sich das anguckt, da bildet sich nichts. Normalerweise wäre doch schon längst irgendeine Knolle oder so zu sehen, aber ist nichts. Bei keiner einzigen Pflanze. Wahrscheinlich tatsächlich zu eng gepflanzt oder so, ich weiß es nicht. Oder einfach zu spät. Aber dann frage ich mich, warum haben die das in der Gärtnerei noch verkauft? Und ich habe es halt falsch gemacht. Naja, vielleicht können wir dann die Blätter essen als Salat. Pflücksalat wird auch immer weniger. Ich hatte das schon irgendwo gesehen. Ich glaube, bei Netto gibt es wieder für die zweite Ernte sozusagen Salat. Muss ich gucken, ob ich da irgendwas finde. Guck mal, auch ganz schön hoch gewachsen. Haben wir auch gut aufgegessen. Vielleicht kann ich da noch irgendwie was anderes setzen. Mal gucken. Ich weiß ja nicht, ob er jetzt. Aber es scheint doch noch weiter zu wachsen, ne? Guck mal, an den Seiten da zum Beispiel wächst. Dieser Salat ist richtig mega. Wollte ich nächstes Jahr wieder haben. Ach so, mein Schnucki ist da scheinbar ein Topf umgekippt gestern. Da, guck mal, er da liegen lassen. Es hat gestern auch so, das Wetter war nicht so schön gestern. Und gut, heute jetzt scheint wieder die Sonne. Ich will einmal ganz kurz einsammeln und dann muss ich auch schon wieder Ash wegbringen. Ich habe gerade was in das Gewächshaus gebracht und habe geguckt, was da so sich verändert hat in der Zeit, wo wir nicht da waren. Guck mal, erstmal, also mein Schnucki hat die umgestellt. Guck mal, die Gurken, die muss ich auf jeden Fall schon mal abpflücken. Die sind wohl fertig, guck mal. Richtig fett. Paprika ist auch schon rot. Guck mal, die kleinen. Kann ich auch schon bald abernten. Oh, und die Tomaten werden tatsächlich hier auch schon da orange. Mit dem bald rot. Was ist das? Noch eine Gurkenpflanze. Und auch 1, 2, 3 Gurken. Und Magiekraut, also Lippstöckel, kommt wieder. Ich hatte das ja wegen den Blattläusen alles abgemacht, abgeschnitten. Und siehe da, wieder sind hier ein paar Blattläuse. Oh, wahrscheinlich ist es, ich weiß nicht, ob das zu feucht ist oder so, keine Ahnung. Ich lasse es jetzt erstmal und beobachte das Ganze mal. Irgendwie. Und dann habe ich gesehen, dass bei mir noch mehr wächst, Leute. Das ist Wahnsinn, was. Guck mal. Meine Gewürze da. Die Kräuter, nicht Gewürze, Kräuter. Schnittlauch kommt auf jeden Fall wieder. Petersilie ist auch schon mal ganz cool. Und die hier sowieso, Basilikum. Salat kommt wieder. Aber ich weiß nicht, darf man den essen? Das ist diese Burgersaat gewesen. Er blüht jetzt ja dann, ne? Mal gucken, wie weit der überhaupt dann wächst. Und Spinat haben wir da. Spinat wird auch. Eigentlich könnte ich. Siehst du, bei Bauhaus. Ich glaube, ich gucke da mal, was die haben. Für die Kinder nach Blümchen gucken wollte ich da. Und möchte gerne sonst diese Untersätze dafür nicht vergessen. Ne? Die brauche ich. Und dann kann ich das nämlich auch sonst ins Gewächshaus erstmal stellen, oder?
Ich guck mal. Vielleicht lasse ich die Pyramide draußen und die anderen drei ins Gewächshaus. Und schon wieder nieselt es. Das Wetter ist ja verrückt. Nun gut. So. Das heißt, ich bringe jetzt einmal ganz zügig Ash weg. Und dann, ja, mein Stück hat sich gut gekümmert hier, ne? Um die Pflanzen. Hat alles gegossen. Tomaten gegossen und so weiter. Und richtig gut. So. Regnet. Solange Ash sich gerade fertig macht, will ich mal ganz kurz einen Blick reinwerfen. Also ich hatte keine Angst, ich hatte mit Max ein bisschen besprochen wegen dem Kühlschrank. Ich habe gesagt, soll ich nicht euch ein bisschen was einkaufen sonst, damit ihr wenigstens ein bisschen was habt? Und da sagte er, ja, ist eine gute Idee. Also nicht mehr kann gleich mit mir, wenn ich für die Kinder was einkaufe. Also der Kühlschrank ist relativ gut leer. Oh, da sehen wir schon Energy, ne? Eine Soße. Ich gucke gleich. Ja, die essen ja alle hier auch kein Fleisch und sowas, aber die sind ja nicht vegan. Das heißt, ich kann jetzt so Milchprodukte holen, vielleicht Quark, Schmand, mal gucken. Obst, Gemüse ist auch nichts, auch schon mal gut. Und was ist hier alles drin? Milch, auch kaum drin. Was ist das? Einfach diese, was ist das für eine Milch? Hafer, ach so, Hafer, na gut. Also, ich würde sagen, ich gucke gleich einfach mal, ob ich irgendwie was Nettes finde. Na gut, müssen die selber näher sonst gucken. Wie gesagt, ich kaufe nur einmal was ein und dann einmal noch einen Blick auf den Balkon kurz werfen. Nach den Blümchen. Ich würde ganz gern... Na, die Petunien sind aber gut geworden jetzt. Dann hole ich für die Kästen nichts. Die sind echt gut geworden, wahrscheinlich weil die Hitze vorbei ist. Ich hole was für einmal für diesen Topf. Und dann hatte ich ja die anderen hier aus 1, 2, 3, also 4 Blümchen. Kann ich ja nochmal mitnehmen. 4. Und die. Ich glaube, ich gieße die nochmal zügig. Auf jeden Fall 4 Blümchen kann ich ja mitnehmen. Genau, und die Petunien sind noch gut nah. Das ist krass. Wahrscheinlich, weil die einfach keine Hitze mögen, schätze ich mal. Richtig gut gekommen wieder. Diese, als auch diese Seite hier, guckt. Ui, Teppich ist hier nass vom Regen. Die ist wirklich schön, die kann ich jetzt nicht austauschen. Nein, okay, dann hole ich 4 andere Blümchen, die wir dann nachher wieder hier draufstellen können. Ui, Teppich nass. Na gut, also für mich heißt es jetzt einmal ganz schnell Ash wegbringen. Wetter, ist heute echt sehr, sehr unbeständig. Wie gesagt, wir sind da vorhin wirklich im Sonnenschein los und dann plötzlich so alles grau und grau, wirklich von heute auf morgen, zack, alles richtig heftige Regen. Klamotten habe ich zum Glück jetzt sauber bekommen. Na gut, ich würde sagen, los geht's. Schon regnet es wieder. Ich sitze gerade im Auto und warte eigentlich auf mein Kind. Ich habe gerade mich hingesetzt, ein Video zu schneiden und ich dachte, ich schaffe es, bevor ich Ash wegbringe, aber nein, er war schon fertig. Puh, das Wetter ist verrückt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich glaube, in Dörtchen hat es mir auch geschrieben. Ne? Ich muss einfach mal die Kommentare mal in Ruhe durchlesen. Ihr habt so fleißig geschrieben. Das Wetter bei euch auch, also Dörtchen bei dir auch, ne? Nordrhein-Westfalen auch nicht so schön mit dem Regen und so, bei meiner Schwester ja nun auch nicht. Das ist Wechselhafte. Und hier ist genau das Gleiche im Grunde. Jetzt warte ich nur noch, bis mein Kind kommt. Und dann wollen wir mal schnell was einkaufen. Ich kriege langsam Hunger. Das ist jetzt gleich schon, ja gut, 1:15. Ash hat gestern schon gesagt, wann kommt Max wieder? Ich vermisse ihn. Ja, also 2 Wochen ist eine lange Zeit, ne? Aber die kommen jetzt Gott sei Dank in ein paar Tagen wieder. Und ja, ist schon krass. Er sagt das halt eben so komisch, ne? Wenn er nicht da ist. Normalerweise so düst er dann hoch oder Max kam täglich ein paar Mal runter. Und jetzt hat man so das Gefühl, so man ist irgendwie so ganz alleine oder so. Aber nun gut. Solche Tage gibt es auch, ne? Die Kinder werden groß und dementsprechend ist es dann, muss man sich dann darauf einstellen. Na gut, ihr Lieben. Also übrigens, gestern habe ich unserem Nachbarskind den Hasen, ich hatte ja, habe ja schon erzählt, ne? Ich habe ja oben Deko aufgeräumt und auch Osterdeko und Herbstdeko. Und ich hatte noch so einen grauen Porzellanhasen, mehr oder weniger, ne? So aus so Keramik. Ich habe gefragt, ich so, möchtest du den Hasen vielleicht haben? Und sagt sie, oh ja, hat sie mitgenommen. Na gut, wo ist er? Also, wir fahren jetzt mal los. Ja, ich sitze immer noch hier. Aber er kommt gleich.
Gestern war das so lustig, als wir nach Hause gekommen sind, da hat meine Schwester darauf gesprochen, die sagte, meine Nichte sagte, ich soll wieder zurück. Habe ich, glaube ich, erzählt, ne, im letzten Video, oder? Weiß ich gar nicht. Ja, ich muss gleich, wie gesagt, ein bisschen was einkaufen, Video schneiden, also vorher vielleicht Essen machen, erst Essen machen, dann Video. Weiß man schon gar nicht was. Ash kommt ohne Regenjacke. Willst du nicht eine Regenjacke mitnehmen? Nimm deine Regenjacke mit. Ja, okay. Und nimm das vorsichtshalber mit. Nee. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ash ist so ein geborener Russe. Hast du gesagt Tschüss? Tschüss. Ich hab schon gesagt, du bist der geborene Russe. Na gut, also wir düsen jetzt los. Ah? Ja. Ja. Ja, moinsen. Ich hab gesagt, ja gut, du bist ja zu einem Teil Russe. Ja. Stimmt? Ja. Er weiß schon voll viel, also viele Wörter kennt er schon. Und eigentlich sollte ich mit dir mal reden, ne? Auf Russisch. Ja? Na, vorsichtig! Also Fenster offen. Machen wir. Weil er sagt auch, ich habe Fenster aufgemacht. Ich warte schon hier seit einer Viertelstunde. Das waren höchstens 3 Minuten. Nee, das waren 5 Minuten. Also wir düsen. Ciao. Ciao, wir düsen jetzt mal los. Er ist gerade rausgelassen. Es hat gerade so gegossen, man konnte nichts mehr sehen. Alle Autos total abgebremst, weil das einfach zu krass ist. So. Ersch ist jetzt los. Ich habe gesagt, du hast ja nicht mal einen Regenschirm, ist irgendwie. Er ist ja verabredet, genau. Auf jeden Fall nicht so geil hier. Ich stehe gerade vor Bauhaus und ich kann so jetzt nicht raus. Ich habe keinen Schirm mit. Wenn ich jetzt so rausgehe, bin ich komplett nass. Komplett. Das ist richtig heftig. Ich warte jetzt am Moment, bis es so ein bisschen sich beruhigt hat, weil scheinbar ist hier gerade so eine richtig fette graue Wolke, deswegen wir warten einen Moment. Ich traue mich hier gar nicht auszusteigen. Aber ich kann auch hier nicht ewig sitzen und warten, bis endlich mal der Regen vorbei ist. Das geht nicht, weil da hinten schon wieder alles schwarz ist. Das ist so krass. Ich habe gerade eine Insta-Story gemacht, weil mir so langweilig ist. Ich sitze ja hier schon und so langsam könnte ich mal raus. Aber wenn ich jetzt rausgehe, bin ich nass. Weil ich nicht mal eine Regenjacke oder so habe. Nichts. Boah. Nicht so schön hier heute. Irgendwie. Na gut. Ich glaube, ich gehe jetzt raus. Solange das nicht so dieser richtig heftige, wie aus Eimern Regen ist, ne? Ja. Okay. Mit mir. Und so sehe ich nur morgen hier jetzt. Hab mich getraut auszusteigen. Ich sehe gerade, die haben hier wunderschöne Laternen. Guck mal. Die sind, glaube ich, hier neu. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Einmal diese. Dann gibt es nochmal in größer. Na gut, 28 Euro, 29 Euro und 32 diese. Die sehen ganz hübsch aus, ne? Finde ich. Haben was. Die haben hier so wunderschöne Astern. Ich glaube, ich nehme für die Kinder einmal solche mit. Sehen echt ganz hübsch aus. Für 2,99. Sehen echt hübsch aus. Auch gibt es in weiß. Aber diese finde ich ganz hübsch. In rosa oder lila. Diese haben die hier auch. Guck mal, für 5,99. Wie bei Wolas. Nein, ich hatte ja diese hier gekauft. Im Grunde das gleiche bezahlt. Die sehen auch ganz nett aus. Und habe ich ein paar von diesen Untertellern hier geholt. Und hier zieht schon mal die Herbstdeko ein. Guck mal, das hier. Und es gießt draußen wieder. Oh mein Gott. Sieht auch ganz niedlich aus. Schaut mal, das ist hier meine Ausbeute. Ich finde die von den Farben her ganz hübsch. Ich habe nochmal solche Chrysanthemen gefunden für 1,49. Ja, die kommen jetzt auch dann sozusagen in Verkauf, ne? Diese Herbstblümchen. Aber ansonsten, wie gesagt, bin ich jetzt erstmal hier fertig. Gerade bei Edeka. Habe schon mal den Einkaufswagen relativ gut voll. Guckt mal. Ich würde sagen, also ich habe es hier geteilt. Hier ist das von den Kindern und der Einkauf drüben ist meiner. Ich würde sagen, ich zeige dir zu Hause in Ruhe gleich, was ich alles so mitgenommen habe. Dann suche ich hier gerade Nudeln und bin über die Preise so erstaunt, dass teilweise Barilla-Nudeln 3 Euro kosten. Ne? 2,79. Also voll heftig irgendwie. Hab ich lange nicht mehr gekauft, aber irgendwie ist der Preis nicht ohne, finde ich, oder? Für Nudeln. Ich bin wieder zurück. Ich habe mich gerade voll abgeschleppt. Ne? Ich habe jetzt ein paar Sachen für die Kinder mitgenommen. Die Tasche ist relativ gut voll. Also,
Gott, hat das Brot gerade eben zerditscht. Also, Toastbrot. Ich weiß nicht, ich habe das mit Chiasamen nicht gefunden bei Edeka. Dann haben wir hier einmal Joghurt, griechischer Joghurt. Zwei Becher Schmand. Eier. Was habe ich hier noch? Achso, Äpfel. Vier Stück. Immer diese grünen. Dann haben wir Kräuterbaguette. Essen Sie total gerne. Salat. Orangen. Dann habe ich hier einmal solche Toastbrötchen mitgenommen. Einfach damit die mal was zu essen, also was zu frühstücken haben. Wobei ich glaube, dass sie gar nicht Brötchen frühstücken, sondern irgendwelches anderes Zeugs. Also kein Plan. Auf jeden Fall glaube ich kein Brot. Käse. Mozzarella. Dann habe ich gedacht, nehme ich Wraps mal mit. Dann nochmal so ein Kräuterbaguette. Gravi, das Gemüse, dann habe ich hier Karotten mitgenommen. Ganz normal so lose. Dann haben wir hier noch Frischkäse, einmal Kräuter, einmal Natur. Dann Salami und Schinkenspicke einfach, also ganz normal mit Schnittlauch. Tomaten, Milch, weil in der ganz, ganz wenig drin ist. Dann zweimal Avocado. Frage ich aber gleich im Kühlschrank bei denen alles. Dieser Käse, den hatten sie. Max hat mir die Reste runtergegeben und der ist super lecker. Habe ich für die jetzt mitgenommen. Zitronen. Dann haben wir hier noch mehr Baguette. Nee, ich hatte für uns noch was gekauft. Okay. Gurken, zwei Stück. Und einmal Leberwurst, Fake Leberwurst mit Schnittlauch. Met. Ich weiß nicht, ob sie Met jetzt noch nach wie vor essen oder nicht. Haben die eine Zeit lang ganz, ganz viel gegessen. Frühlingszwiebeln habe ich mir gedacht, Paprika und das war's. Das war's. Das heißt, ich räume das immer ganz schnell alles in den Kühlschrank. Und guck mal, was hier ist. Ich habe vergessen, das zu gießen, ehrlich gesagt. Muss ich gucken, ob ich hier was anderes, also was Neues hole dann, ne? Und hier hat Christi so eine Pflanze, guck mal, die hat schon Wurzeln geschlagen, die kann man einpflanzen, ne? Das ist cool, da. Oh, und hier ist kein Dings mehr. Kein Wasser. Die Wurzeln waren raus. Okay. Also, hier scheinbar möchte sie welche weiter pflanzen. Ja, ist cool, ne? Aber das ist natürlich schade jetzt hier. Muss ich nächstes Mal mitnehmen beim Einkaufen, muss ich mir aufschreiben. Basilikum und Schnittlauch ist leider vertrocknet. Ich habe den Kühlschrank jetzt einmal sortiert, so ein bisschen, was sortiert, ein bisschen ordentlich alles hingelegt, ein bisschen was gewischt. Und so sieht das Ganze aus, finde ich, ja. Also die Tasche war voll. Ja gut, da war ja natürlich auch Brot drin, ne? Aber so, Kühlschrank ist, naja. Hauptsache, sie haben jetzt ein bisschen was zu essen. Ich habe mir gedacht, also wenn sie, wie gesagt, Freitag nach Hause kommen, haben sie natürlich nicht die Möglichkeit, irgendwie was einzukaufen. Vor allem, weil hier der Kühlschrank wirklich leer war. Hier war ja nichts drin. Und damit die wenigstens Samstag erstmal was frühstücken können, vielleicht auch was essen können, selbst wenn die nachts irgendwie kommen, sich ein Brot machen oder so, habe ich mir gedacht, wäre ganz praktisch eigentlich. Wie gesagt, ja, ist mit Max aber abgesprochen. Und so sieht unser Einkauf aus. Ich habe einmal Blumenkohl mitgenommen, Mango, Mini-Mozzarella-Kugeln, dann Tomaten, Quark, Schmand, Sahne, Bananen, Blätterteig für alle Fälle, Spinat, Brot vom Bäcker einmal, so ein Sonnenblumenkernbrot, ja, Kräuterbaguettes,
kann ich mir Schale Asche total gerne und einmal diese Nudeln. Ich koche gerade Mittag. Es gibt ein ganz leckeres Gericht, habe ich gestern bei Instagram gesehen. Und das muss ich unbedingt mal nachkochen. Vor allem Lachs hatten wir ja. Also es ist ein Lachsgericht, habt ihr ja schon quasi gerade gehört. Ich habe jetzt Lachs klein geschnitten. Dann haben wir hier frischen Spinat, Babyspinat. Kräuter, je nachdem, was ihr haben wollt. Ich habe jetzt hier Dill und Petersilie. Tomaten klein geschnitten, Zwiebel, Sahne. Und hier koche ich hoch. Entschuldigung, und die Nudeln. So, das heißt, also, ich würde sagen, wir legen jetzt mal los. Und ich glaube, das schmeckt sehr, sehr gut. Als erstes brate ich schon mal Zwiebeln und Spinat an. Spinat habe ich jetzt die ganze Packung genommen, weil wenn er jetzt hier einmal so angedünstet ist, dann ist er total mini winzig. Deswegen sieht er am Anfang so groß aus, ne? Aber das wisst ihr ja selber oder kennt ihr schon selber. So, also wird ein bisschen angebraten. Schrumpft schon, ne? Sieht man ja schon. Das Ganze habe ich jetzt einmal mit Ankerkraut Salatgewürz gewürzt. So ein bisschen für den Geschmack und da ist ja auch etwas Salz drin. Ihr könnt natürlich Salz und Pfeffer benutzen, das geht auch. Nun gebe ich einmal die Sahne dazu. Ich hoffe, dass es euch hier nicht allzu laut ist, ne? Weil so, der Herd an sich macht schon Geräusche und dieses Bratgeräusch zischt ihr auch. Ich hoffe, dass es einigermaßen erträglich für euch ist. Also, das wird alles zusammen so ein bisschen geköchelt jetzt. Und danach kommen schon die Tomaten rein, der Lachs und zum Schluss nachher einfach die Kräuter. Es riecht so gut. Ich habe jetzt auch die Kräuter reingeschnitten. Das riecht mega. Also ich warte jetzt mal, bis die Tomaten so ein bisschen zerkocht sind und dann gebe ich Lachs dazu, weil Lachs braucht überhaupt nicht lange. Ne? Also der geht rucki zucki und der kommt halt zum Schluss rein. Was mein Schnuckipuki musste hier ein bisschen was retten. Er hat den Tisch jetzt hierher geschoben, weil er sagt, das wurde alles so nass da drüben. Und er hat Wäsche ins Gewächshaus gestellt. Ich weiß nicht, ob das, also da ist es ja recht warm. Wenn die Sonne scheint, ist es ja wirklich warm. Er hat hier alles irgendwo untergebracht. Wenn die Sonne nicht scheint, ist das auch nicht besonders warm. Wieso hörst du mich? Ha? Hast du mich gehört? Ja, natürlich. Das ist so eine dünne Wand da. Ach so. Wenn die Sonne nicht scheint, ist es auch warm? Nein. Nein. Okay. Windstill, aber nicht warm. Na gut. Bei Windstill ist es zum Wäschetrocknen auch nicht so gut. Aber wir werden das sehen. Bin ich gespannt. So schaut die Pfanne aus. Die ist jetzt fertig. Das riecht hier so lecker. Nudeln sind auch fertig. Die habe ich ein bisschen mit Kräutern vermischt. Und genau, dann können wir dann auch gleich essen. Wie gesagt, mein Schnucki, er... Vorsicht, Wackelkamera. Er möchte seinen Döner-Teller von gestern aufessen. Und er sagt, er kann den Lachs morgen essen. Also nein, ich muss hier anschließen. Oh, dann muss ich nämlich sein Fleisch aufwärmen. Genau, also er isst noch den Döner-Teller von gestern und ich den Lachs mit den Nudeln. Ich bin gespannt, wie das schmeckt. Aber es riecht schon so, so lecker. Guten Appetit, ihr Lieben. Also, die Teller sind fertig. Für meinen Schnuppi gibt es einen Döner-Teller und für mich halt Spinat, Lachs mit Nudeln und Tomaten. Auf jeden Fall wollen wir jetzt erst. Ach ja, Knobi habe ich vergessen. Ich habe gerade noch Knobi gemacht. Vielleicht esse ich auch ein bisschen Knoblauch. Wo es gar nicht so richtig dazu passt. Also. Was? Seit wann passt Knoblauch zu Döner? Na, Döner schon, aber nicht zu meinem Gericht. Zum Fisch oder zu Nudeln. Zu den Nudeln. Das muss man mal ausprobieren. Ja. Vielleicht geht das ganz gut. Naja. Also, ich habe aber schon probiert, das schmeckt sehr lecker. Also, guten Appetit. Was macht dieses Blatt hier? Das gehört nicht in den Döner. Nein, mach was Schönes einfach, ich weiß. Ein bisschen Deko. Deko. Ja, also guten. Guten. We'll be right back.
wie ihr gerade sehen konntet, habe ich den Blumenstrauß so ein bisschen aufgefrischt. Ich hatte einen Blumenstrauß bei Edeka mitgenommen für 4,99 €, wo so verschiedene Blumenmix drin war. Fand ich ganz hübsch und habe einfach so dazu gestellt. Sieht ganz gut aus. So, jetzt überlege ich mal, die Wäsche abzunehmen. Ich denke, dass sie jetzt vielleicht schon trocken ist. Und dann einmal an den PC gehen. Muss ich auch noch. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Ja, die Wäsche ist schon fertig. Ich hatte nämlich für meine Schwester so ein bisschen was bekommen. Ein paar wunderschöne Kleider und Blusen. Und die müsste ich mal bügeln. Das sind so dünne Blusen teilweise. Und die sind schon trocken. Das ist ja super. Na gut, also jetzt geht es für mich an die nächste Arbeit. So, meine Freunde, es ist jetzt mittlerweile schon gleich 7. Ich habe jetzt mein Video geschnitten, saß ein bisschen länger, weil ich das Video geschnitten habe, wo Ash und ich bei meiner Schwester waren. Und da musste ich ganz viel rausschneiden, beziehungsweise Ausschnitte vergrößern, verändern, verkleinern, nicht vergrößern. Weil meine Nichte darf ja nicht gezeigt werden, meine Schwester genauso wenig. Und deswegen musste ich halt so ein bisschen, eine Stunde saß ich dran, habe gerade so ein Schädel irgendwie. Aber nun gut, das Video ist aber ganz süß geworden. Also da kommt schon wieder alles so hoch, ne? Weil wenn man solche Momente zum Beispiel, wenn man irgendwie was macht oder irgendwie sich mit jemandem trifft oder so, so quasi im Video so festhält und sich das nochmal anguckt, dann denkst du schon wieder, du bist da, weil das einfach total schön ist. Also es war wirklich total schön. Ja, voll niedlich. Meine Schwester, meine Nichte. Ich war wieder so erstaunt über das, wie sie das mit den Buchstaben gemacht hat, ne, mit dem Alphabet. Das war richtig krass. Irgendwie sehe ich heute fertig aus, oder? Ich bin ja heute nun auch nass geworden und irgendwie sind meine Haare auch total komisch heute. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall ist hier jetzt Feierabend. Mein Schnucki hat schon die Serie angemacht, aber da sind eh nur noch 2 Folgen. Abendbrot essen wir heute nicht, glaube ich, weil wir ja erst um 4. Oder wann haben wir gegessen heute Mittag? Das war ja echt spät und habe auch gar keinen Hunger. Genau, jetzt ist hier Feierabend. Mixdown läuft, das Video kommt heute nicht online, dann eher morgen, weil es einfach zu spät ist. Ne? Ich habe es vorher nicht geschafft, ging nicht anders. Und ja, ansonsten habe ich die ganze Wäsche alles durch, alles gebügelt, also vieles gebügelt, was schon trocken war. Die wunderschönen Sachen von meiner Schwester. Ich habe ja schon gestern geschrieben, ich muss jetzt zu Ikea und für mich nochmal Kleiderbügel holen und am besten nochmal einen neuen Kleiderschrank, weil bei mir langsam die Sachen nicht mehr passen, ne? Und, aber das sind so wirklich wunderschöne Kleider. Die werde ich euch mal irgendwie nach und nach mal zeigen, wenn ich sie mal anziehe. Richtig schön, also richtig tolle Sachen. Die hat ja auch so Modegeschmack. Also meine Schwester, ich war immer so mit Deko beschäftigt, meine Schwester war eigentlich eher mit Mode und Schminke beschäftigt. Also bei uns ist so die Aufteilung. Und ja, aber es sind richtig tolle Sachen. Ja, ansonsten, ihr Hübschen, es gibt eigentlich hier soweit nichts Neues. Also ich hatte jetzt die Kommentare nur ein bisschen durchgelesen. Nochmal vielen Dank an dieser Stelle für alles, was ihr so schreibt. Das ist immer sehr, sehr lieb und sehr nett. Freue ich mich immer und genau. Also ich würde sagen, wir machen jetzt hier Feierabend. Ansonsten hoffe ich, dass es euch gut geht, dass ihr alle gesund seid. Vielleicht etwas besseres Wetter habt. Ich habe jetzt heute schon wieder für die nächste Woche geguckt. Das soll ja so bleiben. Und wir haben Ferien. Echt krass. Na gut, ihr Lieben, also, ich werde nicht lange schnacken jetzt. Wir sehen uns beim nächsten Vlog und bis dahin passt auf euch auf. Bis dann. Tschüss.